Ja, Thomas Oppermann, der Vorsitzende, ist gerade herausgekommen und steht vor den Kameras. Ich gebe weiter. Vor nicht geklärt sind. Wir wissen immer noch nicht genau, wie PRISM funktioniert, wie viele deutsche Grundrechtsträger von PRISM erfasst werden und wie umfassend die Amerikaner bei ihrer Auslandsüberwachung die Deutschen ausforschen. Das ist ungeklärt und ich sage ganz klar, da muss die Bundesregierung gegenüber den USA noch mehr Druck machen, um das herauszufinden. Als Partner der Vereinigten Staaten von Amerika haben wir ein Recht darauf, dass die Grundrechtseingriffe in Deutschland, dass die uns offengelegt werden und dass wir darüber verhandeln, dass es einen Grundrechtsschutz in Deutschland gegenüber befreundeten Ländern gibt. Das ist sicher keine Frage, die die Bundesregierung anordnen kann. Darüber muss sie mit den Amerikanern verhandeln. Aber wir geben den Amerikanern auch viele Daten. Wir haben eine enge Austauschbeziehung. Deshalb hat Deutschland einen Anspruch darauf, von den USA offengelegt zu bekommen, wie PRISM funktioniert und wie die Überwachung deutscher Staatsbürger in Deutschland vonstatten geht. Das ist für mich nach wie vor auch eine wesentliche Voraussetzung für ein Antispionageabkommen. Wenn wir nichts über PRISM wissen, keine näheren Einzelheiten kennen, dann halte ich ein Antispionageabkommen für weitgehend wertlos. Wir müssen wissen, was bisher in Deutschland passiert, was die USA machen im Rahmen von PRISM. Sonst können wir kein Antispionageabkommen abschließen. Das würde auf tönernen Füßen stehen. Das würde möglicherweise Grundrechtseingriffe verfestigen. Daran kann niemand in Deutschland ein Interesse haben. Wir sehen eine große Chance. In den USA ist viel in Bewegung gekommen. Im Kongress gibt es eine Reihe von Anhörungen, weil auch die amerikanischen Abgeordneten sehr besorgt und unruhig sind über die ausgeuferte Überwachung der NSA. Es gibt dort viele Fehler, die gemacht werden. Es ist auch nicht immer die Wahrheit gesagt worden. Deshalb können wir auch uns in Deutschland nicht damit abfinden, dass wir hier allein auf den Angaben der Vertreter des amerikanischen Auslandsnachrichtendienstes hier unsere Feststellungen treffen. Wir brauchen politische Verhandlungen. Das Antispionageabkommen muss politisch verhandelt werden von den Regierungen. Wir brauchen aber ein Abkommen, das sich nicht darauf beschränkt, dass die Spionagechefs ein Stillhalteabkommen bei der Spionage abschließen, sondern wir müssen den Grundrechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. Wir brauchen eine belastbare Vereinbarung mit den USA über den Grundrechtsschutz in Deutschland. Vielen Dank. Die Haupterkenntnis habe ich Ihnen vorgetragen. Ansonsten hat die Bundesregierung erneut versichert, und sowohl aus eigener Erkenntnis als auch unter Rückgriff auf die Angaben des NSA, dass innerhalb von Deutschlands keine Spionageaktivitäten zu verzeichnen sind. Andere Erkenntnisse habe ich auch nicht. Die entscheidende Frage aber, ob über amerikanische Server oder internationale Glasfaserverbindungen die NSA auf die Kommunikation der Deutschen zugreift, die kann die Bundesregierung nach wie vor nicht ausschließen. Deshalb brauchen wir diese Informationen von den USA und die Bundesregierung muss diese Informationen auch beschaffen. Das ist politisch geschuldet innerhalb von Freundschaften und das muss auch geliefert werden. Faller hier vorgetragen unter Punkt 9, wenn ich mich recht erinnere, dass alle 68er Vereinbarungen, die den Westalliierten besondere Befugnisse erteilt haben, gekündigt worden sind. Er hat noch nicht gesagt, wann. Also, wann glauben Sie denn, seit wann der von ihm jetzt so beschriebene Rechtszustand in Deutschland herrscht, dass hier nicht spioniert wird und ausgespielt Diese wird? Diese alten Vereinbarungen sind ja nach Angaben der Bundesregierung ohnehin nicht mehr angewendet worden. Inzwischen sind sie jedenfalls mit den USA auch aufgehoben worden. Ich glaube, mit Großbritannien und Frankreich ist das in Arbeit. Das spielte nur am Rande eine Rolle heute, weil wir nicht sehen, dass von diesen alten Abkommen, die es gab, die aktuellen Gefahren ausgehen.
Das waren Abkommen aus einer Zeit, wo es PRISM noch nicht gab, wo es noch nicht diese riesigen Datenpakete gab, die in Lichtgeschwindigkeit durch die Glasfaserkabel rund um die Welt gehen und wo es noch nicht solche Software- und Ausspähwerkzeuge wie X-Keyscore gab oder Programme wie PRISM, wo Sie sozusagen in der Metadatenanalyse auf Millionen Kommunikationsvorgänge zugreifen können und die ausspähen können. Haben Sie das Gefühl, dass ein so kleines Gremium mit so begrenzter materieller Ausstattung wie das parlamentarische Kontrollgremium einen derartigen Komplex überhaupt erfassen und aufklären kann? Oder muss da nicht grundsätzlich was passieren mal irgendwann? Ich glaube, wir brauchen mehr Unterstützung. Die Abgeordneten in diesem Gremium sitzen dort ohne Mitarbeiter. Sie haben keine professionelle Unterstützung. Das muss sich ändern. Wir brauchen auch mehr sachverständige Zuarbeit. Ich habe heute einen Sachverständigenbeweis beantragt mit dem Ziel, festzustellen, ob die Annahme, die von Herrn Snowden enthüllten 500 Millionen Daten aus Deutschland, seien in Wirklichkeit Daten aus der Auslandsüberwachung des BND. Ich habe heute ein Sachverständigengutachten beantragt, um die Plausibilität dieser Behauptung, um die Plausibilität der Behauptung der NSA, diese Daten seien BND-Daten und gar keine Daten, die die Amerikaner selber abschöpfen. Aber ich habe dafür keine Mehrheit gefunden. Wir brauchen Minderheitenrechte im Gremium, dass also auch eine Minderheit Anträge durchsetzen kann, ähnlich wie beim Untersuchungsausschuss. Vor allen Dingen brauchen wir aber auch den Austausch mit den parlamentarischen Kontrollgremien anderer demokratischer Länder. Das hat der Kollege Ströbele heute angeregt, dass sich das parlamentarische Kontrollgremium mit anderen europäischen, aber auch mit den Kontrollgremien von Repräsentantenhaus und Senat im US-Kongress austauscht und sozusagen die Diskussion sucht. Die Amerikaner, die amerikanischen Kollegen im Kongress haben ja ähnliche Probleme wie wir. Unsere sind noch ein bisschen größer, weil wir herausfinden wollen, was machen die US-Geheimdienste in Deutschland. Darauf haben wir keinen direkten Zugriff. Wir können nur die Bundesregierung unter Druck setzen, dass sie das in Erfahrung bringt. Aber das ist ihre Pflicht, das ist ihre Aufgabe. Sie hat die Grundrechte der deutschen Staatsbürger zu schützen, auch gegenüber Ausspähungen befreundeter Nachrichtendienste. Vielen Dank. Was ist dann Ihre erste Handlung in dieser Sache? Dann werden die Aufgaben, die liegen geblieben sind, sofort angepackt und dann werden die Gespräche geführt mit der Zielrichtung, die bisher noch nicht geführt worden sind. Vielen Dank. Danke. Nochmal. Ich muss zum Zug. Das hatten wir schon. Ich möchte betonen, dass eine Erkenntnis der heutigen Sitzung die ist, dass die Opposition einfach nicht glauben will, was aus ihrer Sicht nicht sein darf. Wir haben heute erneut klar festgestellt, es gibt keinen Beleg für eine flächendeckende Ausspähung deutscher Staatsangehöriger in Deutschland. Ganz im Gegenteil, wir haben heute noch zusätzlich zu den Erkenntnissen der letzten Woche eine schriftliche Bestätigung der NSA, dass es eben genau diese Ausspähung in Deutschland nicht gibt, dass die Daten, die ausgetauscht werden, sich auf die Auslandsaufklärung in Krisengebieten insgesamt oder insbesondere in Afghanistan beziehen. Damit haben wir über die logischen Schlussfolgerungen hinaus, nämlich dass sozusagen der BND in Bad Aibling ohnehin die einzige Behörde ist, die aufklärt, jetzt auch noch eine schriftliche Bestätigung all dessen, was wir schon in der letzten Woche hier festgestellt haben. Wenn Sie genau zuhören, dann beschränkt sich die Opposition auch gar nicht mehr auf Deutschland, sondern sie berichtet überhalb des Verantwortungsbereiches der Bundesregierung hinaus, erzählt von das, was eventuell in Amerika oder sonst irgendwo in der Welt passieren kann. Das sind berechtigte Fragen. Das sind auch wichtige Fragen. Und ich bin sehr dankbar, dass die Bundesregierung diese Fragen schon frühzeitig jetzt beantwortet und sicherlich auch in Erkenntnis der aktuellen Debatte sich bemüht um diese Vereinbarung mit den USA. Und dankenswerterweise, und das ist ja auch ein guter Fortschritt, ist die NSA ja auch bereit, ein Anti-Spy-Abkommen abzuschließen. Und es ist richtig, dass die Bundesregierung sich in der letzten Kabinettssitzung vorgenommen hat,
ganz klar darüber nachzudenken, kann die Telekommunikation nicht in Deutschland bleiben? Müssen wir nicht darauf achten, dass künftig Telefonate zwischen deutschen Staatsangehörigen in Deutschland nicht möglicherweise durch die ganze Welt geführt werden, weil da gerade die Anbieter vorhanden sind, die diese Verbindungen dann herstellen? Also hier geht es ganz konkret um Maßnahmen, die die Bundesrepublik jetzt durch die Bundesregierung schon weitreichend vorbeugend in Angriff nimmt. Das betrifft im Übrigen auch den Einsatz für ein europäisches und internationales Datenschutzabkommen. Also nicht nur, dass wir heute feststellen können, nein, es gibt diese massenhaften Verletzungen von Grundrechten innerhalb Deutschlands nicht. Die gibt es nicht auf deutschem Staatsgebiet. Nein, wir können heute sogar feststellen, es gibt darüber hinaus sogar vorbeugende, sinnvolle Maßnahmen in politischer Hinsicht, die von der Bundesregierung eingeleitet werden. Und ich will Ihnen abschließend noch eins sagen, das war für mich auch eine wichtige Erkenntnis. Wenn Sie den Generalbundesanwalt fragen, was außer einer Beobachtung bislang erfolgt ist, dann wird er Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, es gibt noch nicht mal Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht. Soweit zu den Behauptungen, es habe Amtspflichtverletzungen, es habe Rechtsverstöße oder irgendetwas in der Art gegeben. Diese Sitzung war sehr aufschlussreich, für manche auch argumentativ, leider mit der Erkenntnis verbunden, dass Sie in den letzten Wochen ziemlich viel erzählt haben, was den Fakten leider nicht standhält. Diese Zusagen, Erklärungen der amerikanischen Dienste, wo doch jetzt bekannt geworden ist, dass sie auch amerikanisches Recht gebrochen haben in tausenden von Fällen und dass auch die Berichte an deren eigene amerikanische Aufsichtsorgane, Kontrollmechanismen und so weiter zumindest mal geschönt, wenn nicht gefälscht worden sind. Welche Motivation sollen die haben, uns gegenüber ehrlicher zu sein als ihren eigenen Leuten gegenüber? Wir haben ja den Vorteil, dass wir nicht nur auf die klaren Aussagen der Amerikaner vertrauen müssen, sondern wir haben jetzt auch noch schriftliche Feststellungen. Dann können Sie auch noch sagen, auch denen glauben wir nicht, dann wird es irgendwann Glaubensbekenntnis. Aber wir haben ja noch einen dritten Punkt. Wir haben ja sogar die klaren Feststellungen, dass es in Deutschland ja gar keine Erfassungsstellen der Amerikaner gibt. Wir haben drei Stellen und davon ist eine lediglich die des BND. Und die erfasst Auslandsdaten, gefiltert, frei von deutschen, von Daten deutscher Staatsangehöriger. Und wie in der letzten Woche ja schon festgestellt wurde, führen diese Datenerhebungen dazu, dass in zahlreicher Art und Weise wöchentlich Anschläge in Krisengebieten verhindert werden können. Und wenn wir das in Frage stellen, dann können wir immer noch darüber nachdenken, glauben wir das alles? Aber irgendwann muss die Erkenntnis auch da sein, gerade vor dem Hinblick dessen, was ich ja auch zwischendurch immer gefragt wurde, wenn es jetzt wieder Warnungen gibt, dann will ich die im Einzelnen nicht bewerten. Aber diese Warnungen vor Terroranschlägen kann es nur geben, wenn wir auch in der Lage sind, effizient den Sicherheitsbehörden die Möglichkeit einzuräumen, Datennetze zu überprüfen von Menschen und Organisationen, die bewusst diese Anschläge planen. Und deswegen war mein Appell vor der Sitzung genauso richtig wie nach der Sitzung. Wir müssen eine effiziente Kontrolle der Geheimdienste durchführen. Sie darf aber nicht zur Verhinderung eines wirksamen Schutzes der deutschen Bevölkerung führen. Aber Herr Große-Brümmer, die effiziente Kontrolle ist die überhaupt mit den Personen zu leisten, die jetzt im PKGR sitzen? Es wird immer gesagt, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Aber wenn ich Sie mal alle betrachte, zwei parlamentarische Geschäftsführer und die anderen Herren sind alle Obleute im NSU-Ausschuss. Sind das überhaupt die richtigen Abgeordneten, die genug Zeit haben, um die Geheimdienste zu kontrollieren? Also ich kann ja voller Stolz darauf hinweisen, dass ich keine Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums, erst recht keine Sondersitzung versäumt habe, auch wenn ich manche Sitzungen gerade in letzter Zeit für gar nicht notwendig erachtet habe. Also an der zeitlichen Komponente kann es nicht liegen. Aber wir sollten schon überlegen, in welcher Form wir effizienter arbeiten können. Und diese Überlegung hat die Union schon vor einigen Wochen begonnen und vor einigen Monaten, wenn man sagen darf. Ich habe, als ich das Gremium turnusgemäß als Vorsitzender leiten durfte, erstmalig eine Klausurtagung genau mit diesem Ziel einberufen. Und auch die Kollegen der SPD und der Grünen und der Linken waren dankbar, dass sie mal die Gelegenheit hatten, genau diese Frage zu erörtern. Also auch da ist die Union auf gutem Wege. Wir haben es angestoßen. Wir haben auch konkrete Vorschläge schon. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit mehr Personal, wie wir auch natürlich sicherlich auch noch viel mehr Sachverstand, den wir uns aneignen, diese Arbeit noch besser machen können. Aber
Ich bin nicht Ihrer Auffassung, dass es möglicherweise in Vergangenheit schlecht erfolgt ist. Denn das Ergebnis, was ich heute ja nun aus meiner Sicht feststellen kann, führt ja nicht dazu, dass man sagen muss, wir haben hier die wirksame Kontrolle versäumt. Sondern wir können ja heute feststellen, es hat all das nicht gegeben, was teilweise behauptet wurde. Die Mathematik, die geht da noch nicht auf. Also 500 Millionen Datensätze im Monat ist das, was Edward Snowden soll man sagen, uns hat wissen lassen, und dafür sitzt er nun im Exil in Russland. Wir haben erfahren, dass 2,5 Millionen Datensätze im Jahr durch die Auslandsaufklärung zustande kommen. Da bleiben ja 400 und sonst wie viele Millionen Datensätze, die noch nicht erklärt sind. Nein, wir haben vorhin auch wieder festgestellt, es gibt eine klare auch Kongruenz bei den Daten, die erhoben wurden im Wege der Auslandsaufklärung. Und was noch einfacher ist, noch nicht mal mathematisch, sondern auch logisch, die Daten, die in Bad Aibling vom BND erhoben werden und dann auch vermittelt werden an die NSA, sind eben Daten der Auslandsaufklärung ohne Bezug zu deutschen Staatsangehörigen. Insofern ist doch der Vorwurf, durch die Vermittlung dieser Daten seien Grundrechte in Deutschland betroffen, doch naheliegenderweise schon durch logische Abarbeitung falsch. Ja, meine Damen, meine Herren, ich begrüße es außerordentlich, dass wir so eine große Übereinstimmung darin haben, dass wir die Kontrolle der Nachrichtendienste deutlich verbessern müssen. Die FDP-Bundestagsfraktion hat bereits Anfang diesen Jahres einen entsprechenden Gesetzentwurf auch veröffentlicht und hat Verhandlungen auch mit allen Fraktionen gesucht. Leider haben wir dafür keine Mehrheit gefunden, weil insbesondere die Sozialdemokraten genau hier an der Stelle blockiert haben. Deswegen freut es mich sehr, dass insbesondere Herr Oppermann gesagt hat, dass er gerne hier eine deutliche Stärkung der parlamentarischen Kontrolle haben möchte. Wir brauchen einen ständigen Sonderermittler. Wir brauchen eine bessere rechtliche Möglichkeit, auch kontrollieren zu können. Und insofern, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und ich freue mich darüber, wenn wir ganz konkret dann diese Vorschläge auch dann verhandeln und zu einem schnellen Ergebnis führen können. Man muss dazu sagen, die Erkenntnisse daraus sind ja nicht nur aktuell, sondern basieren ja durchaus auch auf den Erkenntnissen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss. Wir haben an der Stelle, für uns ist wichtig, dass wir jetzt die Unterlagen bekommen, die uns das Kanzleramt bzw. auch die Ministerien versprochen haben. Diese Unterlagen werden wir gegenprüfen. Wir werden ganz konkret auch sehen, wie hier die entsprechenden die Situation einzuschätzen ist im Hinblick auf Prism und Tempora. Wir werden dann auch, und das ist auch ein Vorschlag der FDP-Bundestagsfraktion, sehr zügig auch nach der Wahl Kontakt zu den britischen und auch zu den amerikanischen Kontrollgremien suchen, um genau dieses auch mit im Gespräch mit den entsprechenden Nachrichtendienstkontrolleuren in den Parlamenten dort auch gegenprüfen zu können. Ich halte es für dringend nötig, dass die Zusammenarbeit der Kontrolleure in den Parlamenten deutlich besser wird, weshalb auch schon hier von unserer Seite eine Initiative kam, dass der Bundestagspräsident nach der Wahl zügig zu einer gemeinsamen Konferenz auch nach Berlin einlädt, um genau diese Standards für die gemeinsame Kontrolle der Nachrichtendienste unter befreundeten Partnern realisieren zu können. Und insofern hoffe ich mal sehr, dass wir da tatsächlich an der Stelle auch weiterkommen können. Das ist auch eines der wichtigeren Ergebnisse auch der heutigen Sitzung, dass da ein großer Konsens plötzlich da ist, hier auch stärker auf die weiteren Kontrolleure der anderen Parlamente zuzugehen. Kein Konsens, den Sie mit Ihrem Koalitionspartner haben, ganz offensichtlich. Warum bewegen die sich nicht? Wir hatten im Bereich der Kontrolle der Nachrichtendienste durchaus schon in einigen Bereichen mit dem Koalitionspartner Einigkeit. Es ist sogar so, dass insbesondere diejenigen, die beim NSU-Untersuchungsausschuss aktiv waren, ein großes Interesse daran hatten, hier an der Stelle weiterzukommen, wenn es darum geht, die Nachrichtendienste besser kontrollieren zu können. Es ist letztendlich dann innerhalb der Koalition nicht zu einem Abschluss gekommen. Es war aber auch so, dass die Sozialdemokraten schon letztes Jahr klar gesagt haben, einen ständigen Sonderermittler würden sie so nicht machen wollen. Jetzt hören wir auch von Seiten der Union, dass man sogar einen Nachrichtendienstbeauftragten entsprechend favorisiert. Wir sind sehr, sehr offen. Die Vorschläge der FDP-Fraktion liegen seit Februar diesen Jahres auf dem Tisch in Gesetzesform. Und ich hoffe, dass wir dann auch konkret auch in dieser Koalition in der nächsten Legislaturperiode zu schnellen Ergebnissen kommen. Sind Sie denn wie die Unionskollegen der Meinung, dass die Aufklärung jetzt abgeschlossen und das Spionageaffäre-Thema vom Tisch ist? Aus meiner Sicht werden wir jetzt konkret die Unterlagen, die wir bekommen, gegenprüfen. Wir werden dann auch entsprechend die Gespräche auch mit den befreundeten Staaten und deren Parlamente suchen, um dann hier auch entsprechend ein Gesamtbild zu bekommen. Gänzlich aufgeklärt ist es hier noch nicht. Wir sehen zu, dass wir gerade diese Vernetzung der Nachrichtendienste unter Partnern noch weiter uns genauer anschauen müssen. Denn auch da sehen wir durchaus noch Potenzial, dass wir hier klären müssen, was wir auch
dem deutschen Volk versprochen haben, dass deutsches Recht auch eingehalten wird. Wir sind auf einem guten Weg. Die Bundesregierung hat eine ganze Menge auch an Aufklärung bereits geleistet. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wird es weitere Sondersitzungen oder Sitzungen zu der Frage speziell machen? Das werden wir sehen. Je nachdem kann es durchaus sein, dass wir noch mal eine Sitzung haben werden. Ob wir jetzt an der Stelle vor der Wahl noch eine Inflation der Sondersitzungen brauchen, halte ich eher für unwahrscheinlich. Für Sie plausibel, dass ausgerechnet Bad Aibling, das gebaut wurde, bevor das Internet überhaupt richtig in Betrieb war, verantwortlich sein soll für alle Datensätze, die die NSA von deutschen Bürgern hat? Ich halte es für dringend nötig, dass wir uns Bad Aibling anschauen. Es gibt bloß einen Kollegen hier aus dem PKGR, der bereits Bad Aibling schon einmal gesehen hat. Ich halte es auch für nötig, dass wir uns Bad Aibling, so wie es aktuell läuft, auch genauer noch mal anschauen müssen. Wir haben heute von der Bundesregierung erfahren, dass sie der Auffassung ist, alle Fragen beantwortet zu haben. Diese Aussage muss man natürlich genauer prüfen. Dazu braucht man Unterlagen. Es ist eines der größten Probleme in der Arbeit des Parlamentarischen Kontrollgremiums, dass in der Regel mündlich informiert wird, die Sachzusammenhänge aber oftmals zu komplex sind, um sie nach einer mündlichen Unterrichtung ohne Rücksprache mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich gegenprüfen zu können. Deswegen finde ich es richtig und überfällig, dass jetzt eine große Zahl von Dokumenten zugesagt wurde, heute bzw. in den nächsten Tagen wenigstens in die Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zu überführen, sodass sie dort dann auch eingesehen und studiert werden können. Dann wird sich prüfen lassen, was an den offiziellen Aussagen sich widerspricht oder auch nicht widerspricht und wo man eine Bestätigung für eine Vermutung hat oder auch ein Dementi dafür. Fakt ist aber auch, dass wir nach wie vor mit Dokumenten arbeiten, die ausschließlich durch diejenigen unterschrieben worden sind, die sozusagen auf der Anklagebank sitzen, durch das, was Edward Snowden veröffentlicht hat. Wir haben keine objektiven Zusagen, wir haben nur Zusicherungen, dieses sei so für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt in der Aufklärung dieser Affäre. Die Bundesregierung kann nur garantieren, was ihr die Partner versichert haben, nämlich, dass sie in der Bundesrepublik Deutschland selbst, für die Bundesrepublik Deutschland selbst, als Geheimdienste selbst nicht tätig werden. Da bleiben viele Fragen, nämlich erstens, was machen die Subunternehmen der NSA in Deutschland? Zweitens, was machen die Geheimdienste von außerhalb der Bundesrepublik in Deutschland? Und drittens, und das ist der zentrale Punkt, jeder weiß, dass der Großteil der deutschen Telekommunikation inzwischen Deutschland verlässt, bevor er zurückkommt. Eine E-Mail von Rostock nach Schwerin, und das sind 96 Kilometer Luftlinie, wird in den häufigsten Fällen zwischendurch Deutschland verlassen haben. Was dort mit dieser E-Mail passiert, kann die Bundesregierung nicht sagen. Dafür fühlt sie sich auch nicht zuständig. Das kann auch im PKGR nur begrenzt geklärt werden. Aber diese Frage ist offen und darauf haben weder die Briten noch die Amerikaner geantwortet, weil sie sich in diesen Belangen darauf berufen, dass das ihr Recht zur Auslandsaufklärung sei. Das mag aus deren Sicht nachvollziehbar sein, beantwortet aber eben entscheidenderweise nicht die Frage, ob der deutsche Datenverkehr tatsächlich nicht in Größenordnung abgefischt wird oder eben doch. Ich bin relativ glücklich darüber, dass wir uns darauf haben verständigen können, mal zu prüfen, wie groß die Datenmengen sind, die der BND in Afghanistan und woanders erhebt, um das dann mal gegenprüfen zu können. Auch das, denke ich, ist ein wesentlicher Teil der parlamentarischen Kontrolle, dass wir mal klären können, wie viele Daten fasst der BND überhaupt an. Das soll in den nächsten Monaten passieren. Und ich denke, dass insgesamt am Ende des heutigen Tages auch wieder klar wird, dass die parlamentarische Kontrolle dringender Reformen bedarf. Ich glaube nicht, dass ein Sonderermittler oder ein Geheimdienstbeauftragter das richtige Mittel wäre. Ich denke aber, dass wir auf jeden Fall erstens weitreichendere parlamentarische Rechte brauchen, dass die parlamentarischen Kontrollgremien, die sich mit der Kontrolle der Geheimdienste befassen sollen, den Charakter eines Untersuchungsausschusses brauchen, dass wir dringend eine Stärkung der Minderheitenrechte im parlamentarischen Kontrollgremium brauchen. Die Beschlüsse werden in aller Regel mit Mehrheit gefasst. Die Mehrheit stützt die Regierung auch im parlamentarischen Kontrollgremium. Das macht natürlich unabhängige Kontrolle etwas schwieriger. Ich werfe niemanden, der zu einer Koalitionsfraktion gehört, vor, wenn er versucht, seine Regierung zu schützen. Es ist nur nicht immer ganz hilfreich dabei,
für Aufklärung zu sorgen. Und genau deswegen brauchen wir also eine Stärkung der Minderheitenrechte, dass man also beispielsweise mit dem Votum einer Fraktion schon Beweisanträge stellen kann oder Zeugen benennen kann, die man gerne hören möchte. Wir brauchen darüber hinaus natürlich auch eine Stärkung der Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums, die aus meiner Sicht wenigstens zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, die geheimschutzüberprüft sind und volle Leserechte wenigstens bekommen, sodass sie die Abgeordneten, die hier Mitglied sind, auch tatsächlich unterstützen können. Denn momentan haben wir oftmals den Fall, dass der Abgeordnete nach Gesetz zwar die Möglichkeit eingeräumt bekommt, sich bestimmte Vorgänge selbst anzuschauen. Das Problem dabei ist aber, dass er die Zeit dafür haben muss, denn das ist bekannt, die wenigsten Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums haben das als einziges Hobby. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich hauptsächlich auch im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages arbeite und dort für drei Einzelpläne tätig bin und dazu noch diese Geheimdienstkontrolle mache. Das kann niemand alleine schaffen und deswegen ist es eben notwendig, die Abgeordneten hier deutlich besser zu unterstützen. Das ist mein Fazit des heutigen Tages. Eine objektive Quelle. Wer kann das denn Ihrer Meinung nach sein, wenn es nicht die NSA ist und nicht die Bundesregierung? Soll der amerikanische Präsident dafür gerade stehen oder am besten gucken Sie, ob da Daten missbraucht werden? Wer soll das sein? Ich fände es beispielsweise eine Möglichkeit, dass die im amerikanischen Kongress zuständigen Mitglieder für die Kontrolle der Geheimdienste sich ein Bild machen und uns etwas mitteilen über das, was sie dort an Erkenntnissen erlangt haben. Natürlich wäre auch die Möglichkeit, dass der Präsident sich für seine Geheimdienste verbürgt. Auch das wäre eine Möglichkeit. Und im Übrigen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir momentan nur Aussagen zur NSA bekommen haben. Die USA hat weit mehr als einen Geheimdienst. Und was die anderen hier in Deutschland treiben, darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Vielen Dank. Ja, also die Bundesregierung und die Koalition mogeln etwas. Sie wehren sich gegen ein Argument, was längst überholt ist. Herr Snowden hat ja unter anderem behauptet, dass die Daten der deutschen Bevölkerung, die Kommunikationsdaten, ausgespäht werden, insbesondere abgegriffen werden in den USA bei den Servern und bei den Großunternehmen. Und er hat inzwischen hinzugefügt, dass die Daten abgegriffen werden nach dem System Tempora an den Glasfaserknotenpunkten in Südengland. Dazu sagt die Bundesregierung und die Koalition nichts, weil sie dazu keine konkreten Informationen von den USA und von Großbritannien bekommen. Vielleicht wollen sie sie ja auch gar nicht haben, weil danach bleibt natürlich der Vorwurf im Raum, dass in großem Umfang Daten abgegriffen werden, Daten gespeichert werden und ausgewertet werden, und zwar Daten der deutschen Bevölkerung über ihre Kommunikation, sei es per Telefon, sei es per Handy, sei es per E-Mail oder sei es im Internet. Dieser Vorwurf steht im Raum. Dazu haben wir bis heute kein konkretes, begründetes oder gar belegtes Dementi. Die Bundesregierung und die Koalition verhindern aber auch, dass das parlamentarische Gremium, dass die Geheimdienste und gerade den Bundesnachrichtendienst hier kontrollieren soll, sich sachkundig zu machen. Heute wurde der Antrag, einen Sachverständigen zu beauftragen, der die These, die der Bundesnachrichtendienst uns schon beim letzten Mal mitgeteilt hat, dass diese 500 Millionen Metadaten oder Verbindungsdaten, von denen immer die Rede ist, dass die aus der Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienst stammen und über Bad Aibling an die NSA weitergegeben werden, ist, dass diese These stimmt. Da sind viele Einzelheiten drin, die ich nicht nachprüfen kann, die ich kaum verstehe. Und deshalb wäre ein Sachverständiger dringend dafür erforderlich, um das Gremium sachkundig zu machen. Dafür ist im Gesetz die Möglichkeit geschaffen. Leider können wir davon nicht Gebrauch machen. Und ich sage ein Drittes. Wir haben heute zugesichert bekommen, dass wir
die Urkunden, aus denen Herr Pofalla ständig zitiert und die er ständig anführt, also alte Vereinbarungen, neue Vereinbarungen, Zusicherungen aus den USA, von der NSA, von anderen, von den Briten, dass wir all diese Urkunden bekommen. Ich bin gespannt, welche wir direkt bekommen, welche wir in der Geheimschutzstelle nachsehen können. Ich gehe davon aus, dass wir mindestens eine weitere Sondersitzung gebrauchen. Wahrscheinlich wird sie stattfinden in den Tagen, in denen der Deutsche Bundestag ohnehin zu einer Sondersitzung Anfang September zusammenkommt. Ich will nicht ausschließen, dass wir darüber hinaus weitere Sondersitzungen benötigen. Ja, soweit also Hans-Christian Ströble, der überraschenderweise jetzt keine Fragen mehr beantworten muss. Die wenigen Journalisten, die im Vergleich zur Vorwoche hier zusammengelaufen sind, denen geht es vielleicht so ein bisschen wie Ihnen und mir, meine Damen und Herren, dass man doch ein bisschen verwundert sein kann, dass heute in der Sache eigentlich überhaupt nichts Neues rausgekommen ist. Ganz im Gegenteil, das, was schon geklärt schien in der vergangenen Woche, zumindest nach Aussagen der Union, nämlich diese berühmten 500 Millionen deutschen Datensätze, die Herr Snowden alleine für den Dezember 2012 gesehen hat, dass diese Datensätze eben nicht im Inland erhoben wurden, sondern aus der Auslandsspionage stammen. Und das ist laut Grundgesetz erlaubt. Aber das bezweifelt nun erneut die Opposition und auch die Frage, wie weit der NSA deutsche Daten abfischt, zum Beispiel von Servern, die in Amerika stehen. Das möchte die Opposition noch einmal geklärt haben. Da bedarf es auch vieles technischen Sachverstands. Und Sie haben es ja gehört, der Sachverständige, den die SPD beantragt hat, der hat hier keine Mehrheit bekommen. Und einen Sonderermittler, den will die FDP. Und während ich hier rede, kann ich Ihnen noch sagen, dass wir auf Ronald Pofalla warten, den Kanzleramtsminister, der hier gleich noch mal Stellung nehmen will. Insgesamt muss man nach dem heutigen Tag festhalten, dass dieses Gremium, das PKGR, Parlamentarische Kontrollgremium mit 11 Personen besetzt, vielleicht die falschen Personen beinhaltet. Denn der Vorsitzende und der Stellvertreter von SPD und CDU, das sind die parlamentarischen Geschäftsführer, die ohnehin unglaublich viel zu tun haben. Und die anderen Herren, die meisten außer Herrn Bockhahn von der Linken, sind im Untersuchungsausschuss NSU die Obleute. Und alleine dieser Aktenberg bei der NSU, der ist von einem Mensch ja kaum noch zu bezwingen. Und jetzt sich auch noch mit den NSA-Akten zu belasten, das, glaube ich, schafft keiner. Könnten es diese 11 Abgeordneten, denn sie haben sehr, sehr viele Rechte in der Geheimdienststelle des Bundestages, können sie eigentlich alle Dokumente einsehen. Sie könnten sich auch selber sachverständig machen und Expertisen schaffen, ob diese 500 Millionen nun im Inland oder Ausland abgefischt wurden, diese Datensätze. Aber sie haben die Zeit überhaupt nicht. Und ich glaube, da hat Herr Große-Brömer vorhin so ein bisschen an der Sache vorbeigeredet. Man sollte schon darüber reden, dass hier mehr Hilfe auch in Form von Mitarbeitern gewährt wird, aber auch über die einzelnen Gremienmitglieder. Denn der Bundestag hat 620 Mitglieder. Nun, es sollten welche sein, die sich vor allen Dingen hier mit Innenpolitik und in Juristerei auskennen. Das ist wohl richtig. Aber dass man genau die gleichen nimmt, die der Obmann sind in einem so komplizierten Verfahren wie beim NSU, das muss man doch in Frage stellen. Und parlamentarische Geschäftsführer sind, glaube ich, ohnehin die Falschen dafür. Und jetzt kommt auch Ronald Pofalla, der ja im Vorfeld gesagt hat, er wird jetzt hier auch gleich noch mal seine Sicht der Dinge verkünden. Beim letzten Mal waren es 20 Minuten. Wollen wir sehen, wie lange er diesmal Zeit für uns hat. Sind Sie die etwas so? Ja, gut. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten heute eine offene und sachliche Sitzung der Parlamentarischen Kontrollkommission. Und ich will Sie jetzt über die wesentlichen Punkte meiner Unterrichtung informieren. Erstens, zunächst möchte ich betonen, dass ich an den Ergebnissen aus der vergangenen Woche, die ich ja hier an dieser Stelle vorgetragen habe, nichts geändert hat. Zweitens, selbstverständlich kommt die Bundesregierung auch weiterhin ihrer Aufgabe nach und klärt alle Detailaspekte Schritt für Schritt auf. Und wenn es neue Fragen gibt, dann gehe ich diesen Fragen nach und werde jeweils darüber dann zunächst das Parlamentarische Kontrollgremium und anschließend die Öffentlichkeit unterrichten. Drittens, weil in der vergangenen Woche in Teilen der Opposition noch daran gezweifelt worden ist, kann ich Ihnen heute zur Frage,
ob es sich bei den Daten, über die in den letzten Wochen diskutiert worden ist, tatsächlich um die Daten aus der Auslandsaufklärung des BNDs handelt, folgendes mitteilen. Es ist die vergangene Woche genutzt worden, um die getroffene Aussage der NSA noch deutlicher bestätigt zu bekommen. Das ist gelungen. Die NSA hat uns am 16. August noch einmal schriftlich bestätigt, was wir aus den anderen Antworten ja bereits wussten. Und hier will ich aus dem Schreiben zitieren. Zitat: Die Daten, die laut Bericht von den zwei SIGATs erfasst wurden, wurden tatsächlich vom BND selbst und nicht der NSA erfasst. Zitat Ende. Damit ist auch diese Frage nach der klaren Aussage der NSA eindeutig geklärt. Die der NSA übermittelten Daten stammen somit ausschließlich aus der Auslandsaufklärung des BNDs in Bad Aibling und in Afghanistan. Dieses Dokument wird heute in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt werden. Viertens. Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass wir mit der NSA eine Kontaktgruppe und mit dem britischen Dienst eine Arbeitsgruppe eingerichtet haben. Und um Missverständnissen gleich vorzubeugen, die Delegation, die Anfang August in Washington die Gespräche geführt hat, hat sich auf den Begriff Kontaktgruppe und die Gespräche in London geführt hat, auf den Begriff der Arbeitsgruppe verständigt. In beiden Fällen ist aber ein und dasselbe gemeint. In beiden Gruppen sollen Detailaspekte zu den Vorgängen und der Deklassifizierung rund um Prismen und Tempora erörtert werden. Und deshalb steht fest, sowohl unsere amerikanischen Partner als auch unsere britischen Partner sind zum ersten Mal bereit, mit uns in jeweiligen Arbeitsgruppen die notwendigen Fragen der Aufklärung zu Prismen und Tempora in den nächsten Wochen und Monaten vorzunehmen. Fünftens. Im Kontrollgremium ist der aktuelle Kenntnisstand der Bundesregierung zu beiden Programmen vorgetragen worden. Sechstens. Zum No-Spy-Abkommen kann ich Ihnen heute mitteilen, dass hierzu bereits in der vergangenen Woche ein erstes Gespräch auf der Arbeitsebene zwischen dem BND und der NSA stattgefunden hat. Siebtens. Das Kontrollgremium hatte in der vergangenen Woche um die Dokumente gebeten, aus denen hervorgeht, dass der ehemalige Chef des Kanzleramtes, Herr Steinmeier, die Grundsatzentscheidung zur Erarbeitung eines Memorandums of Agreement zwischen der NSA und dem BND bereits vor den Anschlägen des 11. September 2001 getroffen hat. Diese Dokumente sind in der Sitzung zur Vorlage angeboten worden und werden jetzt in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt werden. Zudem wird auch das Memorandum of Agreement mit seinen Anhängen heute in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt werden, sodass es für die Mitglieder des Kontrollgremiums einsehbar ist. Des Weiteren wird heute das Dokument der NSA vom 5. August in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt werden. In diesem Dokument hatte die NSA bestätigt, sich an alle Abkommen zu halten, die mit der deutschen Bundesregierung, vertreten durch die deutschen Nachrichtendienste, geschlossen worden sind. Damit können die Mitglieder des Kontrollgremiums auch dieses Dokument einsehen. Und ich weise darauf hin, weil auch dies in der aktuellen Berichterstattung eine Rolle gespielt hat, auch dieses Dokument trägt inzwischen den offiziellen Briefkopf der NSA. Ferner wird
Auch das Schreiben der NSA vom 23. Juli, in dem die NSA schriftlich versichert hat, nichts zu unternehmen, um deutsche Interessen zu schädigen, heute in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt werden. Schließlich hatte das Kontrollgremium um die Vorlage der Dokumente gebeten, die belegen, dass die Bundesregierung tatsächlich die sogenannten 68er Vereinbarungen mit unseren Partnern in den USA, Großbritannien und in Frankreich einvernehmlich aufgehoben hat. Auch diese Dokumente sind vorgelegt worden. Das einzige Dokument, bei dem der Freigabeprozess noch läuft, ist das Schreiben des britischen Nachrichtendienstes. Sobald diese Freigabe abgeschlossen ist, wird auch dieses selbstverständlich vorgelegt werden. Das habe ich heute dem PKGR zugesichert. In der Sitzung ist jetzt von Seiten des PKGRs noch der zusätzliche Wunsch geäußert worden, dass die Gesprächsvermerke über die Gespräche mit unseren Partnern in den USA und in Großbritannien auch vorgelegt werden. Auch hier werde ich in den nächsten Tagen die entsprechende Freigabe einleiten. Achtens, in der aktuellen Berichterstattung wird behauptet, dass Internetvideos von keinerlei Interesse für die Nachrichtendienste beim Kampf gegen den Terrorismus seien. Diese Aussage muss ich wirklich widersprechen. Immer wieder wird versucht, gerade auch über Videos oder durch Videos, die Bereitschaft, Anschläge auch in Deutschland auszuüben, zu steigern. Über diese Videos wird mir regelmäßig berichtet und häufig werden mir diese Videos auch gezeigt. Und die Analysen dieser Videos geben uns wichtige Aufschlüsse über mögliche Anschläge, die geplant sind. Neuntens. Ebenfalls wird in der aktuellen Berichterstattung die Aussage der Bundesregierung bezweifelt, dass der Bundesregierung durch die NSA genutzte Überwachungsstationen in Deutschland nicht bekannt seien. Hierzu kann ich Folgendes sagen. Zum einen haben unsere Nachrichtendienste keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die NSA in Deutschland entsprechende Überwachungsstationen betreibt. Zum anderen hat uns auch die NSA schriftlich versichert, dass dies nicht der Fall ist. Ich zitiere aus dem Dokument der NSA vom 5. August, Zitat, in Darmstadt und Wiesbaden findet keine Beschaffung statt und auch nicht durch die Amerikaner in der Mangfall-Kaserne. Zitat Ende. Und nur zur Klarstellung, damit da keine Missverständnisse aufkommen. Mit Darmstadt ist hier das Kryptozentrum in Griesheim bei Darmstadt gemeint. Und zehntens möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die in Deutschland relevanten Internetknotenpunktbetreiber und Verbindungsnetzbetreiber in einem größeren Gespräch gegenüber der Bundesnetzagentur am 9. August bekräftigt hatten, dass sie die Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes in Deutschland einhalten. Dies umfasst insbesondere auch die Vorschriften zum Datenschutz. Das Fernmeldegeheimnis wird dementsprechend von den Unternehmen gewahrt. Lassen Sie aus meiner Sicht das Fazit für heute ziehen. Wir sind auch heute wieder einen Schritt weitergekommen. Wir befinden uns jetzt auf der Ebene der Klärung von Detailfragen und ich werde diese Detailfragen mit der Sorgfältigkeit klären, die ich in den letzten Wochen an den Tag gelegt habe, auch bei den größeren Fragenkomplexen. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass schon alleine die letzten Wochen deutlich gemacht haben, dass das, was zwischenzeitlich an Interpretationen im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen von Herrn Snowden für Deutschland interpretiert worden ist, insbesondere im Blick auf die Übermittlung der Daten aus Deutschland
falsch interpretiert worden ist. Die Daten, die aus Deutschland geliefert worden sind, sind eindeutig aus Bad Aibling und Afghanistan und sie sind eindeutig aus der Auslandsaufklärung des BNDs. Herzlichen Dank. Ja, soweit also Ronald Pofalla. Das vierte Mal war er hier vor dem parlamentarischen Kontrollgremium vergangenen Montag. Sie erinnern sich sicherlich, hat er die gesamte Affäre für ad acta erklärt. Jetzt lässt er uns hier ratlos zurück, indem er gesagt hat, die Detailfragen sind jetzt angegangen worden. Er hat heute Detailfragen beantwortet. Insgesamt kann man sagen, dass die Bundesregierung in Form von Ronald Pofalla hier argumentiert, wir haben mit der NSA Abkommen, wir haben Gespräche mit der NSA und die sagen uns, dass deutsche Bürger nicht abgeschöpft werden. Die Opposition bezweifelt diese Aussage und dieses Spiel können wir sicherlich noch wochenlang weiter treiben. Es ist Wahlkampf, völlig klar, und eine objektive Meinung, wie soll das gehen? Wir haben ja vorhin Herrn Bockhahn gehört, also er könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel der amerikanische Präsident hier für seine Geheimdienste gerade steht. Ja, und die Frage nach der Effizienz des Gremiums, parlamentarisches Kontrollgremium, wurde hier auch heute lauter diskutiert und die muss man ja auch diskutieren. Früher in Bonner Zeiten, da war das damalige PKK ein ganz geheimes Gremium. Da geht es auch um Geheimkram, der nicht in die Öffentlichkeit gehört, sonst wäre ja nicht geheim. Und die gleiche Aufgabe hat das parlamentarische Kontrollgremium natürlich auch hier in Berlin. Aber was wir hier seit Wochen erleben, ist natürlich ein Schaulaufen beider Seiten, um den Bürger zu überzeugen. Wir sind hier im Wahlkampf. Das muss man immer wieder einpreisen bei den Stellungnahmen, die wir auch heute gehört haben. Und insofern befürchte ich, dass Hans-Christian Ströbel recht hat. Es wird sicherlich noch einmal eine Sondersitzung vor dem Wahltag geben. Und in der Sache wird man weiter behaupten, es ist alles geklärt, weil die NSA sagt, wir haben uns an deutsches Recht gehalten. Und die Opposition wird sagen, nichts ist geklärt. Also wir sind eigentlich heute keinen Zentimeter weitergekommen. Und damit zurück zu meinem Kollegen Stefan Kohle nach Bonn. Ja, und vor allem haben wir den Eindruck, dass manche der Mitglieder des Kontrollgremiums auf zwei verschiedenen Veranstaltungen gewesen sind. So ist das nun mal, halten wir fest. Wir haben auch Wahlkampf. An dieser Stelle sage ich Dankeschön für die Berichterstattung für den Moment aus Berlin. Gerd-Joachim von Fallor.